Hallo Leute, dieser Videokurs zeigt einige exemplarische Funktionen, die man für Windows Server 2012 R2 und Hyper-V braucht. Behandelt werden unter anderem der DHCP und der DNS Server in Kombination mit einem File-Server, Web-Server und verschiedenen Elementen von Hyper-V. Zu Beginn lege ich mir beim Hyper-V-Manager ein neues virtuelles Netzwerk an, das einem privaten Switch entspricht und nenne das Ganze privat. Wähle hier privat aus, sage anwenden und kann hier unter Erweiterungen noch eine aus meiner Sicht unnötige Erweiterung ausschalten. Ist aber nicht zwingend notwendig. Sage jetzt OK. Leg mir ein paar neue virtuelle Maschinen an. Die nenne ich jetzt VM Server Administration Windows 14 Server 1. Setz ein Häkchen bei virtuellen Computern an am Speicherort speichern, um hier einen gewissen Bug zu umgehen, damit ein eigener Ordner für diesen Server gemacht wird, wo alles an Dateien drinnen ist. Ich hakel das nur an, verändere hier aber nichts. Sag weiter, Generation 2, stell den Arbeitsspeicher zumindest auf 1024 MB, setz hier ein Häkchen und weise dem mal die Verbindung privat zu. Ich habe jetzt hier in meiner speziellen Laborkonfiguration schon eine VHDX-Festplatte, wo schon ein Betriebssystem mit allen Updates und Grundkonfigurationen drauf ist, das ich nur mal verwenden möchte. Ich plane das hier in einen Ordner zu kopieren und die Festplatte dann später zuzuweisen. Sag dazu hier später zuordnen, weiter und fertigstellen. Jetzt gehe ich hier in die Einstellungen. Kontrolliere nun hier zum Beispiel den Arbeitsspeicher, kann den hier dann auf 512 MB setzen und hier zum Beispiel Maximum von 2048 MB festlegen. Beim Arbeitsspeicher ist mir aufgefallen, solange man das Betriebssystem noch nicht aufgesetzt hat, kann es sinnvoll sein, das hier und hier den Wert mindestens auf 1024 zu setzen, da sich sonst ein Server 2012 R2 unter manchen widrigen Umständen nicht installieren lässt. Im Moment, wenn man die Festplatte formatieren will und partitionieren will, kommt nur ein nichtssagender Error. Da aber ich schon mit einer Festplatte in der virtuellen arbeite, die schon ein Betriebssystem enthält, ist das Ganze nicht weiter tragisch. So, hier setze ich die Prozessoren auf Maximum und füge hier beim SCSI-Controller eine Festplatte hinzu und kopiere hier nun meine vorgefertigte virtuelle Festplatte mit STRG C und STRG V hier in den Ordner, wo meine VM quasi drinnen ist. Jetzt wähle ich hier diese Festplatte aus. Und kann bei der Netzwerkkarte noch hier ein paar unnötige, aus meiner Sicht im Moment für die Laborumgebung, unnötige Features ausschalten. Ja, wichtig hier ist für Produktivsysteme die Zeitsynchronisation auszuschalten, den Rest sollte man eingeschalten lassen. Zeitsynchronisation schalte ich aus, damit in einer realen Firma die Uhrzeit von einem zentralen Server in der Firma geholt wird und nicht möglicherweise hier von der Parent- bzw. Hostmaschine geholt wird und die virtuelle Maschine dann zwei unabhängige Zeitquellen hat, was zu Verwirrungen und Problemen führen kann. Hier sehe ich schon, dass verschiedene Prüfdateien in diesem Unterordner gespeichert werden.
automatische Startaktion, sage ich, keine Aktion in dem Fall. Das heißt, die VM fährt beim Starten des Rechners nicht automatisch hoch. Und bei automatische Stoppaktion setze ich Gastbetriebssystem herunterfahren. Das legt quasi fest, wenn ich den Host bzw. das Parent-System herunterfahre, was mit der virtuellen Maschine passiert. Speichern ist deswegen in einer Produktivumgebung nicht sinnvoll, weil das zu Problemen mit der Uhrzeit führen kann. Sag jetzt anwenden. Okay. Und kann jetzt diesen Server schon einmal starten. Wichtig zu wissen ist, das Ding wird nicht ins Internet finden, weil das Ganze nur in einer abgesicherten Netzwerkumgebung stattfindet, dadurch, dass wir eine private Netzwerkkarte festgelegt haben. Was wir jetzt hier sehen, ist, dass das Ding nicht starten kann, was daran liegt, dass die Bootreihenfolge falsch ist. Ich muss hier sagen, Festplatte nach oben an erste Stelle, anwenden, okay, und kann das Ding ausschalten und wieder einschalten. Ich habe jetzt hier eine virtuelle Festplatte eingebunden, die quasi eine Windows Server 2012 R2 Data Center Grundinstallation hat und alle Updates beinhaltet. Mehr ist nicht eingerichtet, die Maschine ist Englisch und das Ganze dient nur dazu, den Installationsprozess jetzt nicht jedes Mal durchlaufen zu müssen. Normalerweise würde man einfach eine ISO-Datei einbinden, hier über Datei-Einstellungen hier ein DVD-Laufwerk hinzufügen, dem DVD-Laufwerk eine Installations-ISO-Datei hinzufügen und dann anschließend das Betriebssystem normal auf einer virtuellen leeren Festplatte installieren. So, hier sage ich jetzt Austria, German, Next, I accept. Passwort setze ich jetzt auf 0, Finish, funktioniert normalerweise auch nicht. In der Standardeinstellung würde dieser Server ein Passwort mit einem gewissen Komplexitätsgrad erzwingen, das heißt zum Beispiel einige mindestens 8 Zeichen, Groß-Kleinschreibung, Zahlen und Sonderzeichen müssen beinhaltet werden. So, ich logge mich jetzt hier mal ein und werde dieser virtuellen Maschine jetzt einen anderen Computernamen geben und eine statische IP-Adresse zuweisen. So. Ich schaue jetzt hier im Server Manager unter Local Server Computer Name und gebe dann den Namen Server 1. Okay. So, ansonsten müssen wir nichts machen. Die Firewall können wir ausschalten. Auch eine der wenigen Änderungen, die ich hier schon quasi vordefiniert habe für diese virtuelle Demo-Umgebung. Hier würde ich unter Advanced Settings Properties die Firewall für Public, Private und Domain Profile auf Off setzen, hier OK drücken. Dann ist garantiert, dass diese Firewall hier nicht irgendwo rumpfuscht, sozusagen. So, EA Enchanted Enhanced Security Configuration setze ich auch auf Off. Das ist jetzt hier auch schon passiert, normalerweise nicht. Damit kommen nicht irgendwelche halbsinnigen Warnungen beim Surfen im Internet Explorer. Und was ich noch machen werde, ist hier dem Netzwerk mal das IPv6 wegnehmen zum Testen und eine IP-Adresse konfigurieren. Nehmen wir zum Beispiel nur 92.168.1.1,
Standard Subnet Mask, Default Gateway haben wir keins und DNS-Server sagen wir mal 192.168.1.1, nur damit da irgendwas eingetragen ist. So, das Ganze sollte jetzt zugewiesen sein. Ist zugewiesen. Und anschließend können wir die VM neu starten. Der Neustart hauptsächlich jetzt darum, damit der neue Computername übernommen wird. Ich werde jetzt, das werde ich aber nicht in einem Video zeigen, einen zweiten, dritten und eventuell vierten Server machen mit den gleichen Einstellungen, nur eben einem geänderten PC-Namen und einer anderen IP-Adresse.